So, weiter geht's. Ausruhen wollen wir nicht. Belohnungslager. Was haben wir denn diesmal? Das haben wir sowieso schon voll. Hartholz, gar nichts auf Lager. Steine haben wir voll. Tierhäute haben wir auch voll. Alles voll, wie eigentlich immer. So. Waren wir schon mal? Genau. Können wir uns ja verschiedene Sachen anschauen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr zu machen. War das Belohnungslager da. So, ich würde aber gerne mal unseren Wolf rufen. Wo ist der denn? Hier nicht verfügbar. Diese Bestie kann hier. Ach nur, hier nicht gerufen werden. Okay. Also, das ist aber eine andere Venya. Ah, sieh mal einer an. Er hat sich ja schon richtig was getan. Der trommelt da schön auf dem Baumstamm. Nee. Anscheinend geht es hier einfach nur im Lager nicht. Was haben wir hier? Tasche voll. Ja. Dann immer noch mal gucken. Achso, das war ja Fähigkeit. Beutetasche. Achso, nee. Das war ja nicht so wie bei Far Cry 4. Hier waren irgendwo die Taschen. Köder. Stachelbombe. Jägergürtel. Tasche. Tja, brauchen wir Level 1 der Hütten. Quarpati! Winja Samsam Soshta. Jo, genau. Hast vollkommen recht. Hier müssen wir hin. Da ist sie ja. Guar tichaskaman chlausarsch. Machi winja guamarsch. Haguapati pacharsch. Aish kauha damshamas. Ulashwai schwaida. Winja cha tichaya. Baue dein Dorf. Dein Dorf ist ein Zufluchtsort für Venya. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Suche Hüttenrohstoffe überall in Oros. Drücke das Touchpad und durchstöber die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Jo, da wir die Taschen voll haben, werden wir wohl mehr genug Material haben. Was? Was? Ach, hier, an dem Stein. Sailas Hütte. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Okay, Hirschhaut fehlt uns. Mission, Sailer, die Sammlerin, Sammlerfähigkeiten, Fährten, Tarnung. Feuerfest und Nahrungsrezept für Geschwindigkeitsbooster. Findest du jeden Tag kostenlos Gegenstände zu deinem Belohnungslager? Da gehen wir mal zum Belohnungslager. Da war ja Tierfälle. Weiß jetzt gar nicht, weiter auch Hirschhaut. Das müssen wir. Aua! Das Feuer. Werkzeuge, Stachelbomben. Das war einfach nur Tierhaut. Dorfrohstoffe. Heute. Nein, sind ist gar nichts drin. Da hier schaut, wäre es gewesen. Das zweite. Ziegenfleischhirschhaut. Gut, dann müssen wir wohl auf Hirschjagd gehen. Das ist ja schon richtig groß geworden, das Dorf hier. Hier haben wir da oben ist auch irgendwie was. Ich glaube, das ist wieder dieser durchgeknallte Schamane. Aber ich will jetzt erstmal gucken, dass wir
die Hirschhaut bekommen. Ah, hier haben wir jetzt die Dorfgrenze erreicht. Ist also dann hier durch das Licht anscheinend irgendwie gekennzeichnet. Da bewegt sich was. Ist das, was wir brauchen? Ach, das ist mein Wolf. Hi. Streichen wir direkt mal. Ja, bist du ein ganz feiner. Wir gehen eine Hirsche jagen. Und ich glaube, ich höre da rechts auch schon irgendwas röhren. Keine Ahnung, was das für Viecher. Also, das sind, glaube ich, nur Ziegen. Gut, die wird nicht weit kommen. Ziegenfell. Auch Fleisch für unseren Wolf. Pinkelt der gerade? Der hat, glaube ich, gerade echt gepinkelt. Ja. Ups. Da, da. Der ist am Pinkeln. Alte Sau. L2 halten und R1 drücken zum Bestie entsenden. Bestie zurückrufen. Okay, das muss ich mir merken unbedingt. Also L2, R1. Genau. Es geht ja einfach dahin. Ich brauche aber Hirsche. Können wir nicht mal auf die Karte gucken, oder? Da, Hirsch. Die will ich haben. Hier sind auch nochmal irgendwie Wände zu befreien. Das hatten wir doch gemacht. An der Stelle. Können wir irgendwann nochmal vorbeigucken. Erstmal will ich jetzt die Hütte da bauen. Das sind auch wieder Ziegen. Ihr habt Glück, ihr seid gerade nicht auf der Speisekarte. Aber hier müssten jetzt gleich dann auch irgendwo Hirsche kommen. Warum ist mein Wolf eigentlich nicht mitgekommen? Kommst du her? Ja, er sucht sich einen Weg. Achso, da ist er schon. Ich bin schon gerade gewundert, was das da ist. Ich sehe bisher aber noch keine Hirsche. Es war jede Menge am Röhren. Aber sehen tue ich nichts. Kann doch nicht sein. Wo verstecken die sich? Ach, wir können doch eigentlich mal hier mit unserem Jägerblick. Boah, was ist das denn jetzt hier eigentlich? Ist das irgendwie eine Spur? Ah, ich glaube, da ist was. Was ist jetzt, ein Hirsch oder eine Ziege? Ich glaube, das war wieder eine Ziege, ne? Ja, war wieder nur eine Ziege. Also das ist ein Stein. Ich habe schon gerade gedacht, wegen dem Schatten, das wäre irgendein Tier. Ach, da ist was. Da ist was. Sieht mir zwar mehr nach einem Reh aus. Da. Da schicken wir jetzt mal. Und dann Wolf drauf. Ja, Wolf. Was bist du eigentlich für einer? Der steht hier. Und du gibst direkt auf. Du schaut.
So, wenn wir schon mal hier sind, jetzt haben wir einen dazu bekommen. Das reicht zwar für die eine Hütte, aber wenn es hier noch irgendwo einer ist, würde ich ihn doch direkt mitnehmen. Aber ich höre jetzt auch hier keinen mehr rühren. Schauen wir uns noch ein bisschen um, bevor wir zurückgehen. Ist hier auch irgendwas auf der Karte immer eingezeichnet. Ich weiß aber nicht, was das genau sein soll. Da ist so direkt vor uns, muss irgendwas sein. Hier so. Ich sehe jetzt hier aber nichts Besonderes. Ja, ganz ruhig, Kleiner. Du kriegst schon noch einen Hirsch. War das echt der einzigste hier? Was hast du denn? Okay, gehen wir zum Dorf zurück. Hier markieren. Schnellreise will ich jetzt nicht. Ich will eigentlich... Kann ich gar nicht markieren? Doch, jetzt. Was haben wir denn hier? Dorf. Ja, das wollen wir jetzt machen. Schauen wir mal, dass wir auf dem Weg vielleicht noch das eine oder andere Tier erlegen. Da ist wieder einer. Schön da bleiben. Okay. Oh, wir haben, glaube ich, hier einen erlegt. Und unser Wolf hat gerade einen anderen erlegt. Brav. Hätte ich eigentlich gedacht, dass du dabei bleibst? Zeig mir, wo hast du ihn? Muss der hier irgendwo sein. Hier ist Blut. Da ist Blut, da. Hier irgendwo müsste ihn erwischt haben. Aber wo? Er ist doch in die Richtung hier gelaufen. Tushi. Du bekommst erstmal ein bisschen was zu futtern. Dafür, dass du das Vieh erlegt hast. Aber ich würde schon gerne wissen, wo du den liegen hast lassen. Ja, die Blutspur ist jetzt aber auch schon weg. Das Holz können wir da noch mitnehmen. Ah, das ist noch besser. Ach, daneben. Da war doch gerade was. Doch gerade noch rot. Auf der Karte da hinten ist auch was rot gerade gewesen. Da ist wieder nur ein Vogel. Oh, der hat irgendwas. Ich kann Bestie zähmen. Ah, ich glaube, das ist mein Reh. Oder Hirsch. Ich glaube, ich muss ihn... Ups, nein. Wegschicken. Wegschicken. Jetzt brauche ich... ein Köder. So, wo sind die Viecher? Wo sind sie? Ah, das ist wieder noch ein Hirsch. Ja. Der hat schon spitz bekommen, dass ich ihn jagen will. Aber sind denn diese Hunde, die wir gerade hier hatten? Ui. Ja, guck mal, ein ganzes Rudel. Ja.
Irgendeinen habe ich auf jeden Fall gerade erlegt. Hier irgendwo müsste er sein. Da. Ich wollte eigentlich gerne mal so einen mit so einem großen Geweih erwischen.